Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weib aus dem Meerwasser zu einer, ja, ich sag mal, speziellen Folge. Heute hier, das ist jetzt noch nicht so oft thematisiert worden im Netz oder fast gar nicht. Ich habe es nie irgendwo gesehen. Er hat sich mal in den Kopf gesetzt vor einer gewissen Zeit und sie macht es mit. Oder auch nicht. Und genau darüber reden wir jetzt. Ja, es geht sich darum, das Hobby des Partners. Wie kommt es an? Interessiert sich derjenige dafür? Ja oder nein? Wie habt ihr das, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger empfunden? Du hast ja irgendwann mal gesagt, Süßwasser ist schön, das kann ja jeder. Ich habe Bock auf was Salziges, auf Meer. Ja. Wir haben ja jetzt schon in den ganzen Videos auch immer, ich habe ja auch immer viel davon erzählt oder was das mit meiner Frau zu tun hatte, entscheidungsmäßig, hantieren. Es soll dann die Thematik mit dem Wasserschaden, dass ich nicht nur mir mit geschadet habe, sondern einfach auch die Leute, die ja mit in dem Haushalt hier leben. Ne? Und ich habe da ja auch noch in dem, wo wir das erste Mal den Wasserschaden aufgeführt haben, habe ich noch davon gesprochen, dass andere Leute da noch schlimmere Probleme mit gehabt hätten, was eben die Partnerschaft angeht. Ne? Also könnte sein. Also man muss schon ganz, ganz klar sagen, so wie ihr, beziehungsweise wie Sebastian da in dem Video geredet hat, er kam nach Hause und fragte mich, glaube ich, ja, und was sagst du zu dem Video? Ich sag, was sollen die Leute von mir denken, was ich hier mit dir gemacht habe, Mord? Ich sag, das einzig Schlimme, was ich gesagt habe, in dem Moment, wo mir klar wurde, das war wegen dieser Moseanlage, die er vergessen hat auszuschalten, sag, irgendwann bringe ich dich um. Das war das einzig Schlimme. Ja, man muss aber auch nochmal rückwirkend dazu sagen, ich saß in dem Morgen, ich war fertig mit den Nerven. Wir haben, um es nochmal kurz überhaupt klarzustellen, wir haben hier die Thematik, erste Etage Mietswohnung. Ja, das heißt also, wäre es jetzt Eigentum in einem Haus, wäre die Sache wahrscheinlich nicht so schlimm, als wie jetzt in einer Mietswohnung, wo natürlich auch noch mehr hätte passieren können, ja. Schadenstechnisch. Dem war Gott sei Dank nicht so. Glücklicherweise. Und wir müssen dran denken, Osmoseanlage läuft. In 5 Minuten muss man gucken. Wir haben letztens noch ein YouTube-Video geguckt über eine Osmoseanlage, die was weiß ich was, wie viele Liter da in der Stunde produziert. Ja, da habe ich gesagt, sei froh, dass unsere so. Sei froh, dass unsere so langsam ist. Also, das ist dann wirklich der absolute Horror. Ja. Ja, okay, weil bei der Thematik ist dann auch immer die Sache, er hat gesagt, ich stelle mir einen Wecker. Das hat da zu diesem Zeitpunkt dann mal nicht funktioniert. Ich kenne es auch mehrfach im Endeffekt. Ich habe mehrfach meinen Keller geflutet. Das ist, als Aquarianer ist das gang und gäbe. Aber wenn man das natürlich in einem Mehrfamilienhaus macht, sollte man das nach Möglichkeit entweder gar nicht oder nur einmal schaffen. Wäre in der Nacht die Aker hier gelaufen, wäre dir Land untergewählt. Ja. Richtig. Die schafft ja mal eben 4x so viel. Ja. Jedenfalls hat die 1200. Es war scheißegal, welche Anlage, wie viel schafft, es war trotzdem der absolute Horror. Ja. Und glücklicherweise war es nur Osmosewasser. Ja, aber auch wirklich ausschließlich unsere Wohnung. Es ist nichts den Nachbarn, nichts hier nebenan und unten drunter. Es hat wirklich gut gegangen. Aber es hat trotzdem gereicht. Also es war für mich der absolute Horror, diesen Flur da wochenlang so zu ertragen. Ne? Ja, denke ich mir. Ihr habt es ja auch schön gemütlich hier. Es ist vernünftig. Auch vorher mit dem Parkett, was hier drin lag. Das war ja eine wunderschöne Optik. Was jetzt das hier natürlich auch ist, auch sehr schön. Aber Parkett ist natürlich eine ganz feine Sache. Ja. Es ist dann leider Gottes nur mal so. Aber wir haben es überstanden. Ja. Er hat es überstanden. Er lebt doch. Ja, aber also die Thematiken werden, oder diese Thematik an sich wird immer mal angeschnitten. Das letzte Mal habe ich es beim Club in einem Video gesehen, wo er dann von Männern erzählt hat, die bei dem Einkaufen kommen, entweder mal mit Frau oder ohne Frau. Und, wo es sich dann eben beim Shoppen darum geht, Geld auszugeben. Da bin ich dabei. Ja. Und genau das ist das, wo ich mich dann frage, gut, bei uns ist es sowieso,
so geregelt, wenn ich mir was kaufen will, dann kaufe ich mir das unabhängig vom Preis. Ich hole mir da auch mal Rat, Meinung oder sowas. Aber es ist ja jetzt auch in der ganzen Zeit so gewesen, dass wenn wir was kaufen gegangen sind, wenn ich mir was geholt habe, was mir gefällt, dann hat Lena sich automatisch auch mit was ausgesucht. Zum Beispiel die Muschel, so hübsch sie ist, wäre jetzt nicht mein Favorite gewesen, aber sie fand die toll, da haben wir sie dann mitgenommen. Und sie funktioniert auch. Ne? Genauso wie, ja, war super. Wie Lina voll auf die Xenien steht, für mich ist es... Ja, okay. Die Xenien dürfen jetzt aber tatsächlich dann auch ausziehen, aber nur, weil mein Affenhase schön wächst. Das ist das Nächste, also es funktioniert ja, das Becken, das läuft, das wächst und gedeiht, auch wenn wir momentan ein kleines bisschen Struggle mit komischen Wasserwerten haben, aber das ist aus einem anderen Video. Aber im Endeffekt ist es ja auch so, das Meerwasser ist, ja, es verleitet. Absolut. Ja, wenn man jetzt in den nächstbesten Laden geht oder zu einem entsprechenden Privatmann und der hat da jede Menge schöne Korallen stehen, dann wird die Sache interessant. Wie habt ihr das so gehört? Na gut, wir haben halt, ich nenne jetzt keinen Namen. Wir haben Läden. Nur bestimmte Läden, die wir anfahren, bestimmte Personen, die wir kennen durch dich. Ne? Wir sind hier in unserem kleinen Dörfchen relativ gut vernetzt. Mhm. Ne? Wir brauchen nicht weit fahren. Wir haben 2-3 Leute, wo wir hinfahren und Sachen aussuchen und kaufen. Und das war's dann eigentlich auch. Wir sind einmal so in den Arsch getreten worden, dass wir gesagt haben, und generell, wenn wir irgendwas sehen, quatschen wir das ja sowieso erst mit dir ab. Ne? Geht das? Ist das machbar? Das Ding ist, das nochmal eben auf ein oder zwei Läden zurückzuführen, das war dann auch noch in der Anfangsphase. Also ich beziehe das jetzt mal eher auf mich, wenn ich etwas toll finde, dann kaufe ich mir das. Ja. Und dann spielt in dem Moment Geld auch keine Rolle. Und ich war schon froh, dass wir in dem Moment, wo wir quasi schon, ja, wie erklärt man das? Die zwei Fehler, die wir gemacht haben, waren natürlich eben in der Anfangszeit, wo man sich noch nicht ganz darüber im Klaren war, wo holt man die Tiere her, aus was für Wasserbedingungen kommen die und so weiter und so fort. Wir waren einfach so euphorisch. Die Grundinformation fehlte. Ja, so, und da bin ich froh. Gut, es war jetzt immer noch 120, 150 Euro, irgendwas war das, die wir da so mehr oder weniger jetzt im Nachgang verloren haben. Mhm. Wo ich sage, ist scheiße, gar keine Frage. Aber es ist immer noch tragbar im Gegensatz zu anderen Tieren, wo man weitaus mehr für bezahlen kann. Ja. Muss aber jetzt auch dazu sagen, die Konstellation, die wir jetzt hier haben, dass ihr jetzt jemanden an der Hand habt, der euch sagen kann, so und so muss es, sollte es laufen. Was dann im Endeffekt auch 1:1 immer umgesetzt wurde. Und im Endeffekt das Becken selber spricht ja für sich. Ja gut, es ist aber auch kein Geheimnis, dass das Becken ohne deine Hilfe und ohne das Feedback, was ich ja durch dich hatte, ja niemals so stehen würde. Das, was ich ja heute hier selber für mich auf dem Kasten habe, habe ich ja, sagen wir mal, zu 20-30% mir selbst angeeignet, durch Lesen und so weiter. Aber die restlichen 60-70% kamen mir dann einfach durch die praktische Anleitung durch dich. Wo ich jetzt im Endeffekt dann aber auch sagen muss, dass du jemand bist, der es auch tatsächlich umgesetzt hat. Weil es gibt genug Leute, die sich dann einfach die entsprechende passende Meinung raussuchen. Die fragen da, die fragen da, die fragen da. Richtig, und jeder hat ja grundsätzlich eine andere Meinung. Jeder sagt was anderes. Das ist ja auch noch eine ganz schlimme Thematik. Überhaupt beim Einstieg in diese Meerwasser-Touristik. Ja, und das ist im Endeffekt das, was ich dann am Anfang auch gesagt habe. Ein aussuchen, ein Weg, egal ob es jetzt meine Wenigkeit gewesen wäre oder jemand anders. Jemand anders hätte dir das wahrscheinlich genauso gut oder fast genauso gut beigebracht, weil ich habe ja mittlerweile über 17 Jahre Meerwassererfahrung jetzt. Der Marcel. Der Unterschied ist aber, du willst nicht verkaufen. Das ist richtig. Ich will doch wissen. Ja. Aber verkaufe ich nicht, ich gebe es so. Ja, aber das ist der Unterschied zwischen dir und zum Beispiel jemand, der an Korallen oder Tieren Geld verdient. Ja. Das ist unter anderem, ja, ich sag mal, ein schwerwiegendes Thema, wo man sagen kann, der eine macht's beim einen oder Laden oder Privatmann, wie auch immer, ist das ganz extrem. Das kann man halt nicht alles über einen Kamm scheren. Das ist halt schade. Ne? Klar kann ich den einen Aspekt Geld verdienen, selbstständig damit sein, damit sein Leben zu bestreiten, kann ich vollkommen nachvollziehen.
das würde jeder von uns nicht anders machen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wir reden da immer noch über Lebewesen. Genau, ne? Wir reden da nicht über irgendwelche Balkonbrüstungen oder Handys oder Steine oder was weiß ich. Da gehen Lebewesen bei um, ja, wenn es doof läuft. Und das muss nicht sein. Egal, ob es ein Fisch ist, ob es eine Fliege ist, ob es eine Katze ist, ein Hund oder was weiß ich. Das macht man einfach. Der erste Step war ja damals mit den Kodernis. Mhm. Ja. Ne? Ja. Waren an eine Salzdichte von 26, 27 gewöhnt und die sind ja nach einer Woche hier auch. Ja, ja, weil es ja teilweise in den Läden ja entweder nicht nachgehalten wird oder generell so tief gefahren wird und diese Informationen dann halt nicht weiterkommen. Aber wir wollen jetzt hier nicht die Läden auch nein, darum geht es ja auch gar nicht. Die Problematik ist halt tatsächlich, dass man sich an diese Linie, die halt vorgegeben wird, hält, ob sie bequem ist oder nicht. Und das ist ja im Endeffekt der Punkt, der jetzt auch, ich sag's mal jetzt im Nachhinein, so ein kleines bisschen zurückgeschlagen ist hier. Ja, am Anfang habe ich gesagt, du musst messen, messen, messen. Immer gucken, dass es passt. Ja. So, und irgendwann guckst du so ins Becken rein, steht doch alles, sieht doch gut aus. Ich habe kein Anzeichen dafür, dass es jetzt schlechter sein könnte. Hm. Denkst du, Schätzchen? Ja. Das schweift jetzt gerade von der Thematik, wo wir eigentlich jetzt ja, das stimmt tatsächlich. Komplett ab. Ja. Dafür haben wir aber ja das andere Video gemacht. Genau. Also, kommen wir wieder zurück auf den Punkt. Was sagt die Frau bzw. der Partner zu dem arbeitsintensiven Hobby, das der Partner betreibt? Also rein finanziell finde ich, also da spricht sie mir gar nicht rein. Selbst wenn, dann ist das immer noch meine Entscheidung. Aber sie hat selber ihre Wünsche. Ne, wenn wir abends im Bett liegen und es kommen hier in den Gruppen wieder irgendwelche Beckenauflösungen, dann gucken wir immer direkt zusammen, ja, ob da was bei ist, was interessant wäre. Ja, wie jetzt gerade zum Beispiel die Entscheidung zu sagen, gut, wir schmeißen da die ganzen SPS-Sachen raus, wollen dann überwiegend eben auf Feeling umsteigen. Klar, die Anemone, die bleibt, das ist so der, mit einer der, wie sage ich, uns wichtigsten Tiere mit dem Leben. Ja, das, was halt gefällt. Ja, ja. Die Geschmäcker ja grundsätzlich verschieden. Ja, dann haben wir halt auch, da habe ich mir vor ein paar, das ist ja auch schon ein halbes Jahr her, die Lomophilia geholt. Mhm. Und die Lina hatte sich beim Jupp damals eine wunderschöne pinke Chalice ausgesucht. Ja. Kriegst du wieder, habe ich. Ja, du kannst dann theoretisch die mitnehmen und uns einfach wieder ein großes Stück geben. Ja. Nee, jedenfalls auch bestes Beispiel. Sie hatte sich die ausgesucht, die haben wir dann mitgenommen. Das war meine allererste eigene. Ja. Das war die allererste, die ich mir ausgesucht habe, wo ich direkt gesagt habe, die. Keine andere, die. Pink. Nee. Und das ist ja gerade das. Ich bin ja gar nicht so pink-lastig. Überhaupt nicht. Würde es Schwarze geben, wäre das ganze Ding voll mit Schwarz. Ne? Aber ich habe die gesehen und habe gedacht, boah, nee, die muss es sein. Absolut. Mhm. Ist auch ein wunderschönes Tier. Absolut, ja. Ja, und dann hat man halt das Problem, dass die allererste Attacke von der Lobophila, die wir mitbekommen haben. Und die ist schon so gewachsen zu dem Zeitpunkt. Ja, lange, lange Zeit hat man nichts davon gesehen, dass sie sich dann über den Pack mal ausbreitet. Und dann kam der Moment, wo man sagen konnte, oh wow. Jetzt fängt's an, genau. Da ist mal was passiert. Ja. Und kurze Zeit später stehen wir morgens auf. Ich war arbeiten. Doch, ich war arbeiten und du hast mir ein Foto davon geschickt. Ja, ich gucke ins Becken und dann war ein Viertel von der Chalice angegriffen. Da standen sie etwas zu eng beieinander. War das auch schon zu dem Zeitpunkt, wo du die Ocean Motion stillgelegt hast? Da gab es die Ocean Motion noch gar nicht. Doch. Nein. Doch. Ich meine, die Ocean Motion hätte es dann schon gegeben. Ist ja auch egal, tut ja auch gerade gar nichts zur Sache. Ich versuche nur gerade Ursachenforschung. Also einerseits kann es natürlich daran gelegen haben, dass ich kann dir sagen, woran das gelegen hat. An den scheiß Einsiedlerkrebsen. Ja. Entschuldigung. Die Hooligans unserer Becken. Ja. So, das war der Morgen, wo wir ins Krankenhaus mussten. So, dann habe ich den Viertel da so gelassen und gesagt, komm, machst du nachher weg. Und dann sind wir 5-6 Stunden später gekommen, dann war nur noch ein Viertel Gewebe da. Mhm. Ja, die komplette Chalice kaputt geschnitten und seitdem liegt nur noch der eine Viertel im Becken. Ja. So, dann kam jetzt, was war das nächste? Die grüne. Meine Goniopora. Ja. Mhm.
wunderschön gestanden. Ja, wunderschön gestanden. So groß. Da stand die Lobophyllia noch auf dem Boden und von hinten kam der Einsiedlerkrebs. Hat die nach vorne gedrückt. Nach vorne gedrückt, ja. Und lag dann wenige Zentimeter neben der Lobophyllia und dann hat die sich in der Nacht dann... Ist natürlich auch unter anderem ein Grund, dass wir ein Becken haben, wo kein Sand drin ist, wo natürlich in der Hinsicht kein Widerstand den Tieren entgegenwirkt. Ja. Wenn da jetzt Sand drin wäre, dann hätte der Einsiedler die wahrscheinlich nicht so einfach verschoben. Aber Bärbatten hat natürlich, ist glatt. Da reicht auch schon ein bisschen Strömung, um etwas zu verschieben. Und der Einsiedler hat keine große Mühe mit gehabt. Ja, und der letzte Step war dann jetzt dann... Wieder eine von meinen, die ich mir ausgesucht habe. Auch eine Lobophyllia, eine rosa, pinke. Also, das und ist das, so blöd es klingt, war das aber tatsächlich jetzt mal eine interessante Geschichte, weil wir die dabei beobachten konnten. Ja, okay. Das Video haben wir ja gemacht, das kannst du ja einblenden, wo die Lobophyllia tatsächlich ihre Tentakel ausgestreckt hat wie ein Arm, um sich die zu packen. Ja. Das sah echt crazy aus. Lobo gegen Lobo. Ne? Und so sehr, so viel die Mädchen oder uns jetzt kaputt gemacht hat in dem Becken, ist das eigentlich so ein Tier, die möchte ich eigentlich ungern abgeben. Ist auch ein wunderschönes. Ich habe ja auch eine wunderschöne große bei mir auch oben, aber da habe ich auch so viel Platz drumherum noch gelassen, damit die halt nicht meint, so nach dem Motto, heute bin ich mal ganz aggro drauf und mache mir alles rundherum platt. Komischerweise direkt daneben habe ich so einen Fleck, neongrüne Monty. Die unten auf dem Boden, kurz unterhalb davon wächst. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis sie sich damit anlegt. Ja, und Linas Heiligtum ist halt die Anemone und die Nemos, ne? Ja, okay, absolut. Ja. Wobei das, die ist ja sehr eigensinnig, eure Anemone. Ja. Das können wir auch mit einblenden. Ich hatte jetzt vor auch 2-3 Wochen die Thematik. Lina war auf der Arbeit morgens, ich stehe mit der Kleinen auf und ich gehe das erste Mal am Becken vorbei und ne, morgens achtest du da eh nicht drauf, weil das Licht ja aus ist. Die saß schon oben. Ja. Unsere Anemone sitzt links unten und sie saß dann oben. Haben wir auch Bilder von gemacht, kann man auch mal einblenden. Ja, so. Wir haben ja diese Euphilienbrücke. Und die Euphilien sind ja so angebracht, dass sie quasi nach vorne stehen. Ja. Zur Front von der Scheibe. Und die Anemone ist irgendwie unter der Brücke durch und ist dann hinten der Brücke hochgeklettert und am obersten Punkt hat die sich schon am Fuß von der Ophelia festgemacht. Mhm. Und ich denke mir schon, scheiße, was ist das denn jetzt? Ja, und dann ist dann morgens erstmal da am Kämpfen, dass ich die da losbekomme. Zum Glück an der Stelle, wo man noch dran gekommen ist. Ja. Normalerweise sitzen die Tiere dann so, dass man sie nicht losbekommt. Also da hast du im Prinzip dann auch noch Glück mit gehabt. Ja, also ich habe dann so eine Viertelstunde, 20 Minuten gebraucht, bis ich die dann davon los hatte. Hatte dann aber gleichzeitig das Problem, dass die Nemos mir da die ganze Zeit in die Finger am Attackieren waren und hab sie dann mit Mühe und Not wieder in ihre Höhle bekommen. Und seitdem saß sie jetzt dann auch da. Und jetzt vor ein paar Tagen... Komischerweise können wir aber auch tatsächlich nicht wirklich nachvollziehen, warum die sich da auf Wanderschaft begeben hat, weil... Wir haben ja die Vermutung. Ich musste aufgrund der Eigengeschichte, musste ich die Tage oder letzte Woche, habe ich die Ocean Motion hier auseinandergebaut. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Genau. Jetzt, ja. Ja. Und dabei ist mir, unten die Pumpenaufhängung. Nee, die ist ja nicht kaputt, sondern... die haben wir mit Teflonband, haben wir das gemacht. So, und das Teflonband ist mir flöten gegangen, seitdem hält die Strömungspumpe da nicht mehr dran. Deswegen habe ich die jetzt seit knapp 1,5 Wochen aus, was wir aber jetzt gleich dann noch richten. Mhm. Und aufgrund dessen steht die Strömungspumpe jetzt quasi mit dem Strahl auf der Frontscheibe drauf. Und ich denke, aufgrund der Tatsache, dass das Wasser da nonstop aktuell umgewirbelt wird, hat die aktuell keinen Bock da zu chillen. Also das ist so für mich das Einzige, weil die bekommt von uns regelmäßig Futter. Ja, weshalb also da wird streng drauf geachtet. Weshalb die ja auch so extrem groß ist. Ich denke, es dauert auch nicht mehr. Du siehst, wie groß sie ist. Monster ist schon wieder. Überleg mal, die war, als sie sich geteilt hat, war die wieder so, wie wir die bekommen haben. Nee, kleiner. Also größer. Ja, und jetzt ist sie schon wieder so. Ja. Das ist unglaublich. Also Wachstum haben wir satt und genug in dem Becken. Aber wie gesagt, meine Frau steht da voll hinter. Und wie gesagt, es gibt da so ein paar Videos und dann halt auch so diese Verkaufsgeschichten von dem Klot, wo dann die Männer so kastriert da hinkommen und dann erzählen müssen, ja, ich habe für 5 Euro in der Tasche, die ich heute ausgehen darf. Aber was für ein Schwachsinn. Also jetzt mal ganz ehrlich,
mein Mann geht arbeiten, kann mit seinem Geld machen, was er will. Ich gehe arbeiten und mache mit meinem Geld, was ich will. Also tut mir leid, aber habe ich kein Verständnis für liebe Frauen. Ja. Ja, bei dem einen geht es, bei dem anderen nicht. Es gibt ja auch immer noch Haushalte, wo dann nur einer verdient. Und aus ja, also wir wollen das jetzt natürlich nicht auf alle runterbrechen. Jede Situation ist da diesbezüglich anders, aber genau. Hier läuft das mehr oder weniger Hand in Hand. Und du hast ja auch von Anfang an so nach und nach ist dann auch die Begeisterung bei dir gekommen. Ja. Zu sehen, was in diesem Becken passiert. Ich war erst todtraurig, weil da, wo jetzt das Becken steht, stand vorher mein Molly-Becken. Ja, nochmal zur Erinnerung, wir hatten, wir hatten ja insgesamt drei Becken. Ich hatte ja mein Barschbecken. Sie hatte im Flo dann quasi auch ein Cube, aber nur 120 Liter. Mhm. Und unsere Tochter dann mit ihrem Garnelenbecken ja im Zimmer. Ne? Also da war ich erstmal todtraurig, war total dagegen. Mhm. Ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja komm, raus damit. Ja, und dann haben wir dann damit angefangen. Und dann ging es für mich eigentlich auch nicht schnell genug. Ich konnte nicht schnell genug sehen, wie da immer wieder was Neues reingekommen ist. Ne? Und erst, ich weiß noch, du bist mit dem Fahrrad damals gekommen. Mhm. Und ich habe unten auf jemanden gewartet. Und du hast zu mir gesagt, heute zieht Leben ein. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, dass Korallen Lebewesen sind. Für mich waren das Pflanzen. Und ich komme nach Hause und guck und ich denke, geil, gleich sind da ganz viele Fische drin. Schatz, was ist da los? Da ist doch gar nichts drin. Ja doch, ich sag, ja nee, da sind Pflanzen, das sind keine Pflanzen, das sind Lebewesen. Ja, Kompromiss war dann aber auch damals tatsächlich alle drei, alles an Süßwasser, ja, alles kommt raus. Weg. Ja. Und dafür dann nur ein Salzwasserbecken. Genau. Weil es halt einfach auch kostenintensiver ist, ja, als so ein Süßwasserbecken. Ja, das ist ja das, was ich im Vorfeld gesagt habe. Die Anschaffung, die Lebenshaltungskosten, das, was reinkommt, damit es schön aussieht, das ist halt einfach, das kann man gar nicht mit Süßwasser vergleichen. Wobei Süßwasser ja natürlich auch in vielen, ich sag jetzt mal, Bereichen sich extrem entwickelt hat. Ich sag, wenn man jetzt mal ins Scaping reinschaut. Also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sage, wir haben damals mit Süßwasser angefangen, weil ich unbedingt Axolotl haben wollte. Mhm. Jetzt haben wir gedacht, unser Leitungswasser ist kalt genug. Mhm. Ja. Dann hieß es, wir müssten uns irgendwas kaufen, was 600 Euro kostet und dann die Stromkosten. Das machen wir nicht, das ist zu teuer. Und wenn ich jetzt überlege aber, was das kleine Ding da im Flug kostet, dann hätten wir uns auch unsere Axolotl leisten können, ne? Aber gut, Theorie das ist schon, aber möchtest du mir jetzt... Nein, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Nee. Gar nicht. Also ich bin schon froh darum, dass wir das so gemacht haben und ich stehe da auch voll hinter, weil es ist halt einfach schön, ne? Ja. Ich freue mich, wenn mein Mann sagt, komm, wir fahren heute was Neues aus und ich bin überall mit dabei. Mhm. Also ich... Ich habe dann mehr oder weniger auch die ganze Zeit mitgekriegt, wie dann auch die Begeisterung der Mitarbeiter gestiegen ist dafür. Ich bin diejenige, die jeden Morgen fragt, hast du gefüttert? Ich bin diejenige, die jeden Abend fragt, hast du gefüttert? Oder fütter halt selber, wenn mein Mann nicht da ist. Oder hast du die Osmoseanlagen ausgemacht? Ja. Ich habe sie jetzt gerade ausgemacht. Oder das. Auch unsere Tochter. Wir stehen alle jeden Tag mindestens dreimal davor und gucken uns alles an. Also es ist schon ja auch echt schön. Eine absolut. Es ist wirklich, es hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Es ist, ich sag jetzt mal, bis jetzt ja von den großen Plagen verschont geblieben. Naja, Moment, da bahnt sich ja gerade einer an. Das ist keine große Plage. Ja, das sehen wir spätestens nächste Woche. Wenn ich sehe, hat der Kollege Schnürschuh da jetzt schon was geleistet oder nicht. Aber das sprechen wir dann an. Aber vielleicht wäre es auch interessant, wenn wir jetzt das Becken so konstruieren, wie wir uns das wünschen. Wollen wir dann nicht einmal zusammen Korallen shoppen fahren? Halt vom Juppie. ZB. Ja. Wenn er noch schöne hat. Ja. Gut, ich. Du willst ja mit Wasser Ephelien haben. Und ja, du hast schon eine gute Auswahl da drin. Also ich blende das Ganze nochmal mit ein. Also das, wie gesagt, der Ephelienpark, der jetzt schon da ist, der ist ja nicht. Die sind schon echt sexy, muss man sagen. Aber auch die, wie heißen die? Blumensens. Genau, die sind auch sexy. Ja. Ja, gut, da kann ich aber auch direkt sagen, ich werde jetzt hier nicht teilweise 400-500 Euro Köpfe kaufen. Also ich wollte gerade sagen, wir können zum Andi Sauborn fahren, der hat wunderschöne Tiger Talks da, Stück für 500 Euro locker. Also.
wie gesagt, ich bin mit den Torches, die ich jetzt da drin habe, mit der New York Knicks und so weiter, in Grenzen. Bin ich vollkommen zufrieden. Hm. Ich bin auch mit den Grünen von dir, bin ich genauso zufrieden. Grün. Achso. Ja, weiß und lila. Ich wollte gerade sagen, ich meine, dachte, du hast die anderen Grünen da draußen. Nein. Also, wie gesagt, das weiß. Ist, nein, aber ich will so an sich jetzt nichts Besonderes haben. Wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht im Kombipaket vielleicht irgendwas Gutes zu bekommen. Wir haben für die New York Knicks, ich weiß nicht, wie viel Gott wir haben auch einen Hund bezahlt. Ne? Zwei. Ja, dann schauen wir ins Netz, was du normalerweise, ich sag mal in Anführungszeichen, den Laden kosten. Nein, das ja gut, zahlen. Das war dann aber auch ein Kombipreis, weil wir da auch die Muschel geholt haben. Ja. Ne? Ja, aber alles in allem, ich sag jetzt mal so, vom Start bis jetzt, hat sich das gut entwickelt. Ja, und absolut. Die, ich sag jetzt mal, die Begeisterung ist so nach und nach gestiegen. Ja, also ich hatte jetzt die letzte Zeit, wo ich ein bisschen genervt war irgendwie so ein bisschen von der ganzen Sache. Aber bin dann natürlich auch wieder voll und freier, wenn ich höre, wir gestalten da jetzt irgendwas um, ne? Oder da kommt was Neues rein. Ja, aber tatsächlich, die Logo, die hat mich die letzten Wochen auch echt hart genervt, weil die Gonio, die hatte so eine schöne Farbe und die war so groß und voluminös. Ja. Mhm. Ne? Können wir auch nochmal ein Video oder ein Bild reinmachen, wie geil die da stand. Und jetzt ist die so klein. Das ist halt nur noch ein Häufchen Elend. Aber es lebt noch was davon. Ja, ja. Die Situation hatte ich ja zum Beispiel auch, als ich im Urlaub gekommen bin. Ich habe 3 Korallen gehabt, die zum Teil kaputt gegangen sind. Warum, weiß ich auch noch nicht, aber es ist immer noch ein Teil da. Und wenn noch ein Teil da ist, dann kann man sagen, okay, ich hege und pflege diesen jetzt und ziehe ihn wieder groß. Wenn ich einen Totalverlust habe, dann ist es natürlich schlecht. Ja. Ja, aber alles in allem, Frau ist zufrieden. Ja. Ich könnte jetzt mal einen Standardspruch bringen, happy wife, happy life, ne? Ja. Das passt dann soweit. Nee, also ich sag halt auch immer, wenn ich jetzt Bock habe, mir was Neues zu holen, dann gucke ich dann halt schon auch, dass sie sich dann auch noch was ausdrucken kann. Aber also bei uns stellt sich da gar nicht so die Problematik, wie das vielleicht jetzt eben in manchen Videos dargestellt wird oder so. Das klingt gar nicht so schlimm. Das sollte auch niemals so rüberkommen. Aber ich denke mal, ich will nicht sagen, dass ich mit gesegnet bin, aber es ist auf jeden Fall wesentlich angenehmer, als so manch andere das dann darstellt. Bei dem einen geht's und bei dem anderen nicht. Muss man das mal auch so sagen. Also, ja. Meine Frau würde auch lieben gern mehr shoppen, aber mein Tetris-Faktor ist zwar noch nicht so hoch wie deiner jetzt im Moment, aber ich bin ja momentan bei mir auch zum Beispiel in der Situation, dass ich mit meinen Werten schon wieder ein bisschen Achterbahn fahre, weil auch das Problem wieder mal vor dem Aquarium sitzt. Das Faulheit. Ja, das ist das, was im Endeffekt sich dann einstellt, Routine. Und diese Routine, wenn man dann sieht, ja, passt schon, läuft schon, ja, kann gefährlich werden. Ja, die Routine hat, das werden wir in den nächsten Wochen sehen, wenn die uns ziemlich das Genick bricht. Hoffen wir das Beste. Ja. Hoffentlich, ja. Na gut, aber dann ist das so. Kann ich dran ändern können wir halt sowieso nichts mehr, ne? Also wir können das Beste daraus machen, genau. Aber was in 1, 2, 3 Wochen passiert. Wir gehen da so behutsam wie möglich dran, damit das nach Möglichkeit keine Schäden nach sich zieht. Aber versprechen kann man da nichts. Ja. Die Werte sind tatsächlich momentan jenseits von gut und böse. Und wie gesagt, erstaunlicherweise steht das Becken extrem gut. Und gucken wir das langsam aber sicher genau wieder in den Rückwärtsgang einlegen dafür. Ja. Aber alles in allem, ich sag mal, vom Start des Beckens bis jetzt. Aber vielleicht auch noch als kleiner Tipp, wenn die Leute da draußen Korallen shoppen gehen wollen. Vielleicht nicht alleine fahren. Sondern zu zweit. Ist immer besser. Ja, die Frau mit einbinden. Wobei es gibt auch Situationen bei mir, wo ich dann sage, auch die hätte ich gerne, wenn meine Frau guckt so, nee, die ist hässlich. Ich sagte, dann musst du noch eine zweite mitkaufen, damit du deine mitnehmen kannst. Ja, und dann kommst du nach Hause, setzt die bei dir ins Becken rein. Und irgendwann sagt sie dann, das ist aber dann doch ganz schön schön. Das ist genau dasselbe wie bei uns mit den Xenien. Ich finde die wunderschön. Sind auch schöne Tiere, wenn man weiß. Und er möchte die seit Wochen schon raus haben. Und ich sage aber, nee, die bleiben da drin. Die bleiben. Jetzt nicht mehr. Aber ich wollte sie nicht raus haben. Ja.
Da ja. zieht irgendwann was anderes Schönes ein. Was Grünes, ne? Was Grünes, ja. Kugel liegt trotzdem. Ja, aber dafür müsste zum Beispiel die Xenia weg. Weil das ist der einzige. Ja, die kommen doch auch weg. Ja, ja. Problem. Ja, das wäre nämlich die einzige Ecke, wo die noch Platz finden. Ja, das ist kein Problem. Kriegen wir hin. Ja? Okay. Gut, ja, das war dann mal die lockere Gesprächsrunde. Wie ist es bisher gelaufen? Wie hat der Pachter das empfunden? Wie ist es generell gewesen? Was haben wir für Probleme gehabt und was nicht? Ja. Alles in allem, ja, mal so ein kleiner Abriss vom Start bis jetzt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video irgendwann wieder. Was haben wir denn noch? Erstmal noch nichts. Noch dein Facility Manager, den du hast. Ja, genau. 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 Also sprich, die Betreuung des Beckens während des Urlaubs. Genau. Das versuche ich dann mal zu dokumentieren. Also wieder eure Bude hier so anschildert. Nein. Aber das sagst du ja dasselbe wie unserer Tochter in 10 Jahren. Solange ich nach Hause komme und die steht, alles und es fehlt nichts, ist mir klar. Das sowieso. Alles klar. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Genau. Bis zum nächsten Mal. Sebastian, Lina. Tschüss. Daniel. Ciao.